und das ist ganz, ganz teurer Wein. Und wie, auf was von der Schule warst du? Warst du denn, also? Ich war damals auf einer Förderschule. Genau, bin, glaube ich, in der ersten Klasse bin ich sitzen geblieben direkt, weil ich, ich weiß nicht, kennst du diese Vorschule, die man im Kindergarten eigentlich macht? Da wird man dann so ein Jahr irgendwie auf die Schule vorbereitet, glaube ich. Mhm. Genau, und das wurde dann in meinem Jahr wohl nicht angeboten, also bin ich schon früher in die Schule eingeschult worden, als ich hätte eigentlich sollen, ein Jahr früher. Genau, und hatte deswegen immer ein bisschen Schwierigkeiten, generell bis heute auch noch, ne? Also Mathe und sowas zum Beispiel, voll die Lernschwäche drin, also kann ich überhaupt nicht. Genau, aber ja, dann bin ich in der ersten Klasse sitzen geblieben und dann in der dritten, glaube ich, nochmal. Und da bin ich auf eine Förderschule gekommen. Genau, also ja, ich würde sagen, anfangs fand ich Schule immer cool. Ich war eigentlich immer gerne in der Schule, aber dann ja irgendwann so zur 8., 9. Klasse hat es aufgehört, ne? Also dann bin ich so ein bisschen faul geworden und oft mal geschwänzt, nicht hingegangen und sowas halt, naja, genau. Verstehe. für die Leute, die nicht wissen, was eine Förderschule ist, das ist eigentlich so eine Lerneinrichtung, wo man leider auch inflationär ganz viele Leute hinschickt, die einfach auch ein bisschen, für die man nicht genügend Zeit hat, die individuell zu bilden. Ist das korrekt? Genau, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch eigentlich sehr das System, dass man mehr gefördert werden soll. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl immer gehabt, dass man eigentlich viel weniger gefördert wird als normalerweise, als es sollte. Also dann wurde oft, zum Beispiel bei mir war das halt damals so, dann wurde oft so, ja, das könnt ihr eh nicht so, ne? Also irgendwie, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir Sachen gemacht haben, die jetzt zum Beispiel in der Hauptschule auch gemacht werden, was du ja eigentlich normalerweise solltest, ne? Das ist ja eigentlich ungefähr der gleiche Lernstoff, nur dass du eigentlich mehr Förderung bekommen solltest. Das war, habe ich das Gefühl gehabt, bei uns nicht so. Also war schon immer eher so, ja, ihr seid zu blöd oder ne, einfach zu anstrengend und da wurde sich nicht so richtig viel mit befasst. Ich, also wenn ich das jetzt das erste Mal höre, so, das tut mir ein bisschen weh beim Zuhören. Wie ist denn ja. Das für dich, die das ja erlebt hat? Also ich glaube, wie gesagt, damals bin ich ja gerne zur Schule gegangen und dann hat das irgendwann angefangen, ne, dass das dann, dass man ein bisschen gemerkt hat, dass man so ein hoffnungsloser Fall ist, dass sich nicht so wirklich drum gekümmert wird. Und dann fing das halt auch an, ne? Dann ist man halt nicht mehr zur Schule gegangen oder hat mal geschwänzt, auch nicht mehr mitgearbeitet und sowas. War eher eine Belastung, zur Schule zu gehen. Genau, also deswegen irgendwann, ich glaube, Anfang der 9. habe ich auch die Schule abgebrochen. Genau, habe eine Therapie gemacht, wegen Depressionen damals. Genau. Also, ja. Gab es einen Moment, wo, also die ersten Sätze, die du mir jetzt erzählt hast, sind so gewesen, die haben uns dann erzählt, dass nach dem Motto, ihr könnt eh nichts, gab es einen Moment, wo du angefangen hast, das zu glauben? Ja, auf jeden Fall, ja. Oft, dass man auch schon früh, ich würde auch schon sagen, dann so in der 8. Klasse oder so, dass man halt sich dann irgendwie gedacht hat, ja, dann wird auch aus einem wahrscheinlich nichts, ne? Wenn die das schon sagen und das sind ja erwachsene Leute, die dich eigentlich fördern sollten, dich motivieren sollten, dass man, ne, dass man alles hinbekommen kann, eigentlich egal auf was für einer Schule man ist. Aber das war bei uns halt überhaupt nicht so und ich würde sagen schon so in der 8. Klasse, ja, dass man so gedacht hat, ja, dann wird halt aus mir nichts, so nach dem Motto, ne? Also ich kenne ja das Gefühl, ne? Ich bei mir war es ja auch so. Ich habe gedacht, naja gut, keiner gibt mir hier eine Chance. Ja. Für mich war es dann immer so, dass dann ist ja auch alles egal. Dann ist ja, ja, alles genau. Ja, egal, was ich mache, auch eigentlich. Wie war denn das für dich? Hast du dir da irgendwie, gab es da irgendwie mehr als den Gedanken, naja, dann ist es halt so? Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, ich glaube, diese Depression hat sich auch dadurch entwickelt damals einfach, ne, dass man dann so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, man ist nichts wert und ne, man kann sowieso nichts Gutes mitgeben in dem Sinne. Und ich würde sagen, dass das auf jeden Fall ein großer Teil gewesen ist. Deswegen hat meine Mama mich dann auch irgendwann aus der Schule rausgenommen,
Und dann bin ich zu so einer Tagestherapie, Tagespflege. Da musste ich dann auf jeden Fall immer wie Schulunterricht quasi, ne, musste man dann da hingehen irgendwie jeden Tag für 2 Stunden oder so. Und das war halt dann so eine Therapie, was auch keine wirkliche Therapie eigentlich war. Mir wurden dann da Matheaufgaben gestellt und ne, wo man eigentlich denkt, ja, ich glaube, das hilft mir nicht bei meinem Problem, Matheaufgaben zu lösen so. Aber ja, also ich glaube, ja, das war... Ich war wahrscheinlich noch so jung, dass man es einfach damals auch nicht ernst genommen hat. Habe ich eh oft das Gefühl, dass jüngere Leute nicht so oft ernst genommen werden, ne? Dass das dann eher so geschoben wird, ja, die ist einfach vielleicht zu faul und hat keinen Bock, einfach ihre Schule abzuschließen oder so. War eher so Zeitvertreib, sag ich mal. Ne? Also ich bin dann eigentlich auch nur noch dahin gegangen, weil wenn ich nicht zu der Therapie gegangen wäre quasi, dann hätten wir Strafe zahlen müssen, weil ich ja die Schulpflicht auch noch hatte, ne? Das heißt, ich musste dorthin gehen und wenn ich da nicht war, dann hätten wir Strafe zahlen müssen wegen der Schulpflicht. Verstehe. Genau. Wie alt warst du denn da, als du in dieser Tagesschule, Tagestherapie-Ding warst? Das muss so mit 13, 14 angefangen haben, weil ich weiß auf jeden Fall, mit 15, wo ich dann langsam schon angefangen habe zu konsumieren, da war ich noch da. Da hatte ich dann quasi da meinen Abschluss. Genau, das weiß ich nicht. Also musstest du mit 13, 14 in dem Dreh gewesen sein. Die kleinste von 3 Kindern. Alleinerziehend, beziehungsweise Eltern haben sich getrennt. Dann, recht zügig auf eine Förderschule, wo man sich aber gar nicht fördert, sondern behandelt wie jemanden, aus dem eh nichts wird. Und irgendwann glaubst du das dann. Und fängst an, dein Ding durchzuziehen, nicht mehr zur Schule zu gehen und das schon recht früh. Also wenn du sagst, zwischen 13, das war schon so 13, da sind ja so, ich sag mal, andere Kinder gehen ja dann auch voll gerne zur Schule und spielen mit ihren, was weiß ich, Pokémon-Karten oder so. Ja. Wie sah denn dein Alltag aus, wenn du nicht in der Schule warst?